haben wir denn da? Kannst nicht hundertprozentig sagen, aber das könnte ja auch ein Schafschädel sein hier. Vielleicht die Zähne noch, Augenhöhlen. Auch eine Größe, könnte es sein. Was haben wir denn da? Knochen. Ich habe vorher einen Schafsschädel gefunden. Es könnte auch ein Knochen noch sein davon. Ein Schaf. Hier haben wir noch Rehköttel. Hat ziemlich frisch zu sein. Und wahrscheinlich erst vor kurzem hier. Ah, hier sieht es so aus, als ob ein Fuchs einen Igel verspeist hat. Hier sind noch, die Stacheln sind übrig, die haben nicht gefressen. Hier oben haben wir noch Fuchskot auch, neben den Stacheln. Hat er sicherlich da gefressen. Wie es aussieht, hat hier ein Raubvogel eine Taube gefressen. Hier sieht man noch die Federn. Da noch. Hier hat er Specht geschafft, noch Würmer und Käfer gesucht, das rausgehauen hier. Na, das ist hier ganz frisch aufgewühlt. Es kann sein, da waren Wildschweine gelegen. Das sieht so aus. Na, hier haben wir noch schöne Baumpilze. Das habe ich heute im Wald gefunden. Ein Schafsschädel, wahrscheinlich. Zähne, Augenhöhlen und noch ein Knochen dazu. Oh, schau, ein schöner Fund, was man da alles findet im Wald.